Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute das Thema Targeting als IT-Dienstleister, Softwareentwickler skalieren. Ja. Und Targeting ist ja super, super wichtig. Also ob du jetzt halt quasi Telefonakquise machst, ja, Cold Calling, Türklinken putzen, ja, oder halt einfach Online-Werbung schalten möchtest oder sogar eine Kombination daraus. Die ist natürlich auch super interessant. Muss man natürlich auch ein bisschen Kleingeld übrig haben. Ja? Also das mal gleich vorweg, ja? Ob du jetzt halt, Kaltakquise machst, ja? Da jetzt jemanden quasi einzustellen für 1.000 Euro im Monat, ja, macht vielleicht nicht so viel, nicht, also bekommst du nicht so viel, lohnt sich vielleicht erst gar nicht so richtig. Ja? Also manche haben nur so ein paar Vorstellungen, dass sie irgendwie eine Vollzeitkraft dahin setzen könnten für 2.000 Euro. Ja? Und dann kommt da nichts mehr rum. Also genauso wie mit Werbeanzeigen. Ja? Viele sagen, naja, mit 300 Euro kannst du anfangen. Ja, kannst du auch anfangen, aber es dauert halt sehr, sehr lange, ja, bis halt irgendwas passiert. Das ist ja auch irgendwo logisch, oder? Also ich meine, es gibt zum Beispiel bei LinkedIn eine Regel, dass du eine Audience erst dann erstellen kannst, wenn du 300 Leads hast, ja? Also quasi Retargeting Audience. Ja? Die 300 Leads kosten halt erstmal Geld. Also musst du erstmal 1.500, 2.000 Euro ausgeben, um überhaupt mal fähig zu sein, rein technisch eine Retargeting Audience zu erstellen. Aber vielleicht ist für dich auch viel, viel zu fortgeschritten. Wir sprechen jetzt erstmal vom Targeting. Ja? Und im Targeting tut sich leider, oder Gott sei Dank, oder was auch immer, ich möchte jetzt mal komplett wertfrei hier in den Raum stellen, aktuell sehr, sehr viel. Da gibt es zum Beispiel 2021 das sogenannte, oder war das, ja, iOS, der Update. Also wir haben hier zum Beispiel das, erstens mal das Update von Apple. Ja, dieses iOS da. Und was bedeutet das letztendlich? Was bedeutet dieses Update von iOS? Gleich vorweg, ich bin absolut kein Apple-User. Meine Schwester war in den 90er Jahren 10 Jahre lang bei Apple und ist dann quasi, also ist komplett verheizt worden damals. Ja? Und seitdem habe ich eine Aversion gegen Apple. Also schon seit 20 Jahren kein Apple-Computer, kein Apple-Gerät mehr angefasst. Ja? Jetzt hassen mich natürlich alle, die Apple geil finden. Aber wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Warum war das so wichtig oder warum ist dieses Update überhaupt so wichtig? Weil man davon ausgehen kann, dass Apple-User grundsätzlich kaufkräftiger sind, ja, als wie Nicht-Apple-User, mit ein paar Ausnahmen. Ich glaube, ich gehöre zu den Ausnahmen. Grundsätzlich ist es ja so, ja, dass Apple in dem Fall, ja, über Jahrzehnte hinweg mit ihrem Branding, mit ihrem genialen Marketing mit Steve Jobs und mit allem drum und dran, ja, letztendlich ein Stück weit Vorarbeit geleistet haben für all diejenigen, die Marketing für egal welche auch immer hochpreisige Produkte, Coachings, Consultings, whatever, Softwareentwicklung, was auch immer, anbieten, in dem Sinne, dass wenn sie Apple-Geräte, User targetieren, von vornherein davon ausgehen können, sozusagen, dass sie eben mehr Geld in der Tasche haben oder auch mal für das eine oder andere hochwertige Dienstleistung, Produkt, whatever, ja, auch gerne mehr Geld ausgeben. Also es war sozusagen eine so ein bisschen Vorarbeit, die Apple halt für die Marketer da draußen in der ganzen Welt eben geleistet hat. Und es hat eben super funktioniert und jetzt eben nicht mehr, ja. Also Apple hat irgendwann mal gesagt, ja, okay, haben wir jetzt auch verstanden. Jetzt schieben wir da mal einen Riegel vor und über das neue DSGVO und so weiter haben sie dann quasi als Vorwand benutzt, ja, wie so viele irgendwas als Vorwand benutzen, hier einfach zu sagen, ja, wir geben hier eine Option dem User, die dann auch die meisten User nutzen werden und dann geben wir überhaupt keine Daten mehr raus. Ja, ganz einfach. Das heißt, du kannst überhaupt nichts mehr tracken, ja, in dem alterkömmlichen Sinne. Du musst es eben anders machen und da gibt es natürlich Wege drumherum, die sind wieder mit mehr Kosten verbunden. Ja, so oder so, es wird teurer. Ja, davon kannst du mal schon ausgehen. Und das ist eben ein ganz wichtiges, auch ein ganz wichtiger Hinweis nochmal, dass grundsätzlich alles teurer wird, ganz besonders im Online-Marketing. Ja, also es wird auch alles teurer im Offline-Marketing und so weiter, aber nicht so krass wie aktuell im Online-Marketing. Ja, also das muss man sich echt mal
Also wenn du zum Beispiel zu denjenigen gehörst, die sagen, naja, Online-Marketing, ich hätte jetzt irgendwie 10.000 Euro, könnte ich für Online-Marketing ausgeben, aber ich bin mir nicht so ganz sicher mit meiner Zielgruppe oder nicht so ganz sicher mit meinem Angebot oder nicht so ganz so weit mit meiner Positionierung, ich brauche noch mehr Zeit, ich brauche noch mehr Zeit, ich brauche noch mehr Zeit. Kannst davon ausgehen, wenn du das ein Jahr lang nochmal wartest, ja, abgesehen von der Inflation, ja, dann sind die 10.000 Euro vielleicht nur noch 5.000 wert, im Sinne von, dass die für Klickpreis, also das ist einfach Media Buy, ja, auf Facebook und Co., sich quasi verteuert hat, in dem Sinne wahrscheinlich vielleicht sogar verdoppelt. Also mehr oder weniger steigen die ganzen Preise jedes Jahr um 50, teilweise bis 100%, je nachdem, was, auf was du genau wettest und so. Das ist natürlich auch von Branche und Nische ganz unterschiedlich. Jetzt magst du denken, okay, das Ganze ist jetzt, wollen wir mal kurz einen Schluck trinken. Noch nebenbei bemerkt, ich bin jetzt nicht hier der Facebook-Experte in meiner Firma, das macht eine Dame, ja, bei mir. Aber auf einer Metaebene habe ich es sehr gut verstanden und es ist auch, würde ich dir auch sehr nahelegen, dass du quasi auf einer Metaebene immer die Dinge verstehst, bevor du sie einkaufst. Also, wo waren wir jetzt wieder stehen geblieben bei Facebook? Genau. Jetzt magst du denken, ja, okay, Facebook und jetzt gibt es wieder eine ganze Reihe von Marktschreiern, Werbeanbietern. Das geht schon, ich glaube, jetzt über 1,5 Jahre. Ja, correct me when I'm wrong. Also schreibe bitte gerne in die Kommentare, wenn du genau weißt, wann das angefangen hat. Ich glaube, vor 1 oder 1,5 Jahren ging es los. Hast du auch die Schnauze voll von Facebook-Werbung? Dann jetzt geh auf YouTube-Werbung. Hier ist mein Online-Coaching-Kurs, Consulting, ja, für nur 20.000 Euro. Und dann bin ich dabei, wie YouTube-Werbung funktioniert. Das ist alles viel besser, viel günstiger, viel geiler, dies und das und jenes. Oh, surprise, surprise, ja. Jetzt kommt Google und Schritt für Schritt, und das ist schon seit langem, schon seit Jahren zeichnet sich das ab, dass Google auch immer mehr sagt, da gibt es die sogenannte Performance-Max-Kampagne. Auf YouTube fallen jetzt dann auch demnächst Schritt für Schritt ab nächsten Jahr 2023 die ganzen Targetierungen weg. Ja, also man kann dann gar nicht mehr so schön alles targetieren. Komischerweise ganz ähnlich, wie das so auch auf Facebook passiert. Also, der komplette Trend geht weg von Targetierungsmöglichkeiten, individuell für die ganzen Marketer, Online-Agenturen, dies und das und jenes, hin zu interessensbasiertes, algorithmenbasiertes, ja, Targetieren automatisiert durch die Plattformen selbst, weil sie zum einen mehr Relevanz rausholen wollen, ja, und mehr Kohle natürlich auch, ja, weil die Dinger automatisch teurer werden. Du kannst es gar nicht mehr so gut steuern, auch nicht bei Google Ads. Und das Zweite ist, weil sie eben dadurch insgesamt noch weniger preisgeben, wie die Algorithmen tatsächlich funktionieren. Ja, ist ja ganz klar, desto weniger Schalthebel ich habe, desto weniger kann ich sagen, naja, die Zielgruppe, die mit dem Interessensgebiet hat, funktioniert besser wie die und so weiter. Am Ende weiß ich dann immer nur, es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert. Ja, und aber nicht mehr genau warum und weshalb, was das Targetieren betrifft. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und worauf das Ganze hinausläuft, ist letztendlich auf dem Creative. Also letztendlich das Material, das Video, der Text, das Bild. Ja, und hier werden Videos grundsätzlich immer bevorzugt, schon allein deswegen, weil es eben viel weniger gibt. Also alles, was knapp ist, ist immer von vornherein wertvoller und indexiert auch besser. Aber es funktioniert Text genauso, Bilder auch. Und dabei musst du einfach verstehen, dass du letztendlich immer weniger Kontrolle bekommst. Ja? Und das Einzige, was du, dein einziger Hebel, deine einzige Variable, wird dann irgendwann nur noch dieses Creative selber sein. Ja? Das heißt, du brauchst Leute mit Ideen, du brauchst Leute, die exakt, also noch mehr wie denn je Zielgruppenkompetenz haben. Ja? Und das ist letztendlich das, wo ich hier mal reinschreiben würde, Zielgruppenkompetenz nochmal. Und
Es ist nämlich genau das, dass du sagst, naja, wenn ich nicht mehr so richtig targetieren kann auf diesen ganzen Online-Werbeplattformen, dann irgendwie doof, dann spielt es ja eigentlich gar keine Rolle, wenn ich meine Zielgruppe nicht wirklich kenne, weil ich mache einfach, ich schalte einfach eine Werbung und dann lasse ich Google oder Facebook oder die Social-Media-Kampagne-Plattform halt entscheiden, wo sich meine Zielgruppe aufhält und so weiter und so weiter. Nein, ganz im Gegenteil. Umso mehr musst du Zielgruppenkompetenz aufbauen, ja, die sich in deinem Creative widerspiegelt. Das heißt, deine Positionierung, deine Ansprache, dein One-Liner, deine Überschrift, deine Farben, es muss alles noch mehr auf den Punkt, noch präziser sein, denn je, wenn du Online-Werbung schaltest. Ansonsten werden deine CPMs und deine CPTs und so weiter, CPAs und alles, also deine ganzen Kosten durch die Decke schießen, ja, und das wird sowieso langfristig der Trend sein, ja, wenn jetzt dann endlich mal irgendwann, ja, die ganzen großen, wirklich großen Brands komplett ihr ganzes Geld in Online-Werbung reingeben, ja, die ja teilweise immer noch Millionen und Millionen und Abermillionen für irgendwelche TV-Ads da verdonnern und was weiß ich, was die alles für Ads machen. Wenn die irgendwann mal kapieren, dass das alles nicht mehr funktioniert, ja, dann wird es richtig lustig, weil dann kannst du als kleiner angehender Unternehmer oder sowas überhaupt gar keine Online-Werbung mehr schalten, den nicht mehr leisten. Ja, kannst du komplett vergessen. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Indizien geben. Zielkompetenz ist das Allerwichtigste und diese ganzen Updates, Apple und so weiter. Ich gehe mal stark davon aus, dass irgendwann mal Apple sein eigenes Marketing, seine eigene Marketingplattform anbieten wird. Ja, wie das genau ausschaut, bleibt sehr spannend abzuwarten. Es kommt mit Sicherheit wieder was Neues. Ja, aktuell ist ja TikTok so ein Ding, wo man auch noch ein bisschen organisch Werbung abgreifen kann. Aber da ein weiteres Video dazu. Ich freue mich am nächsten Video, wo wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen zu diesen Themen. Targetieren für IT-Dienstleister und Experten. Dann sehe ich dich im nächsten Video. Bis dahin. Achso, wenn du quasi meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du den hier unten abonnieren. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, vom Freelancer zum IT-Unternehmer, welche Schritte musst du gehen, dann ist dort das richtige Video für dich. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Ciao.